Wir fangen mal erst das Grundprinzip an. Wir füttern hier in der Anlage Mais-Silage, Mist von den Bullen und Gülle. Und die werden in den Fermenter, den Behälter, den man dahinter sieht, eingefüllt jeden Tag. Und da produzieren dann Bakterien Methangas aus dem Mais und aus dem Mist und aus der Gülle. Wir haben noch 450 Mastbullen und 500 Mastschweine und eben die Biogasanlage mit 180 kW elektrischer Leistung. Pro Tag wird hier der Strom für einen Jahresbedarf vom Haushalt erzeugt ungefähr, also 4000 Kilowattstunden. Methangas, also Biogas, wird dann hier vom Motor angesaugt und der treibt einen Generator an, dann, wodurch dann der Strom erzeugt wird. Und die Wärme, die hier produziert wird, die nutzen wir hier an der Trocknung. Da können wir Getreide im Sommer nach der Ernte oder Holz jetzt im Moment trocknen und in unserem Wohnhaus nutzen wir die Wärme auch. Also wird komplett damit beheizt mit der Wärme. Der läuft 24 Stunden durch am Tag. Das ist der Vorteil vom Biogas, dass eben durchgehend Strom, Energie erzeugt wird. Nicht so, genau, ist halt quasi wie ein Diesel- oder Benzinersatz für den Motor und dadurch wird der Motor angetrieben dann. Hier ist unser Büroraum quasi und die ganze Steuerung von der ganzen Technik. Darin werden die Rührwerke angesteuert, im Behälter drin sind und wir müssen jeden Tag aufschreiben, wie viel Strom erzeugt wurde, wie viel Gas verbraucht wurde und wie viele Stunden der Motor gemacht hat. Das wird hier alles erfasst jeden Tag. Hier hinter können wir jetzt die Kühlung vom Motor sehen. Der hintere Teil ist für die Trocknung, da ist quasi ein Gebläse drin und das ist wie so ein Föhn, wird heiße Luft drin erzeugt und damit wird dann getrocknet. Das ist quasi wie ein Kühler vom Auto hier mit einem Ventilator und mit Wasser wird er dann gekühlt. Wenn der Motor mal ausfällt, wird er trotzdem Biogas produziert und in dem Fall wird das dann hier über die Fackel hier abgebrannt. Die kann man anstellen, damit das nicht alle in die Atmosphäre kommt, dann das Methangas. Hier vorne ist ein Rührwerk von zweien, was man da sehen kann, den Elektromotor. Das wird quasi die ganze Suppe drin gemischt, da drin, damit das immer in Bewegung bleibt und frisches Futter zu den Bakterien kommt auch. Der Behälter wird auf 40 Grad aufgeheizt, da fühlen sich die Bakterien da drin am wohlsten. Die Bakterien ernähren sich von dem Kohlenstoff, der in den Pflanzen drin ist. Der Kohlenstoff ist nachher raus, das heißt, es wird nachher ein bisschen flüssiger das Ganze. Und ist dann aber immer noch die Nährstoffe für die Pflanzen sind immer noch drin. Also wird ausgebracht. Das ist quasi wie ein Kreislaufsystem, also alles, was wir reinfahren, holen wir nachher wieder raus, bringen das aufs Feld und die Pflanzen können sich davon wieder ernähren, von den Nährstoffen. 4 Tonnen Rindermist aus unserer Bullenhaltung und 6 Kubikmeter Gülle von Bullen und Schweinen und 6 Tonnen Mais am Tag noch. Wir können das Ganze dann 8 Monate lang da drin lagern. Das heißt also, ab Sommer fahren wir gar keine Gülle mehr und dann erst wieder im Februar fahren wir dann aufs Getreide, wenn die Pflanzen die Nährstoffe brauchen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach oben. Das ist ein Gesamtkopf da drin. Der Behälter ist quasi bis 1 Meter von oben voll mit dem Substrat und da oben drüber ist alles Gas. Also es ist auch wackelig hier, da ist ein bisschen Druck drauf. Da ist das Gas, was die Plane anhebt dann. Ach, guck mal, das blubbert ja richtig. Scheint nur nicht. Was da blubbert, ist dann das Methangas, was dann da rauskommt aus dem Ganzen.